Nein, mein Mikro ist nicht ausgefallen. Ich habe nur darauf gewartet, dass eine Reaktion kommt. Schade. Herzlich willkommen. Ich dachte, du konzentrierst dich. Nee. Ich muss ja zumindest eine Ansage machen. Na gut, ich heiße euch herzlich. Ja, natürlich. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Trackmania Turbo. Ich bin der Nike und guckt mal, wer wieder da ist. Okay. Boah, ich mach nur. Oh nein. Der heißt einfach der Cock. Was? Ich mach einen YouTube-Kanal, der heißt dann einfach der Cock. Ach verdammt, das fertige Goldmedaille bestimmt gerne. Dann kann ich sagen, ich bin der Cock. Ja, Max ist mit dabei. Wie ihr an der Wortwahl und an der Stimme unschwer erkennen könnt. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Ja, das stimmt. In ganz Deutschland. Natürlich. Mann, slow mich nicht so runter. Nein! Ja, wir sind immer noch auf Strecke irgendwas mit XY. Genau, irgendwas mit 30. 38. Ja. 38. Das heißt, wir sind in der drittletzten Stadium-Strecke von den einfachen noch. Und ja, ist das Spiel auch außerhalb des Stadiums? Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich nicht viel darüber informiert. Also laut Trailer, also im Trailer konnte man definitiv sehen, wie man außerhalb zwischen Häusern gefahren ist. Lol. Alles klar, dann ist ja geil. Scheiß Goldmedaille, Mann. Musst du denn unbedingt die Goldmedaille kriegen? Ja, die ist nicht schwer hier auf der Strecke. Ja, du stellst dich nur extrem dämlich an. Das ist nicht leicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist nicht schwer. Nein, das ist nicht leicht. Doch. Jetzt. Ich glaub mir, ich kenne Trackmania. Das ist normalerweise relativ. Glaub mir, wenn du Canyon fährst oder Valley oder Lagoon, dann die driften anders, die Autos. Ich habe mir übrigens keinen Timer gestellt, weil ich ja so unglaublich schlau bin. Ich stell schon einen. Ja, mach mal so 18 Minuten oder so. Ja. Timer. Der Max, der schaut. Das sind Stunden. 18 Stunden, ne? Wäre auch geil. Die 18 Stunden Folge Trackmania Turbo. Ja, also wir sind im Stadium, Max, ne? Also in der vierten von vier Bereichen, im vierten von vier Bereichen so. Und danach geht's jetzt gleich in die zum neuen Schwierigkeitsgrad, dann wird erstmal wieder der Canyon gesucht. Also ich kann ja mal die Abfolge sagen, die du heute oder morgen oder wann auch immer beobachten darfst. Und zwar werden wir als nächstes in den Canyon gehen, dann ins Valley und dann in die Lagune. Hammergeil. So, aber als erstes möchte ich hier die Goldmedaille erreichen. Also Trackmania Canyon, da war ich noch Boss drinne. Baus. Baus. Und ich krieg's irgendwie. Boss! Ja. So, jetzt aber. Das ist mein Siegesmove, pass auf. Damit werde ich jetzt gewinnen. Also. Ja, gegen oh Bronze Gott! Geil, ja, hast du nicht gewonnen. Was habe ich nicht gewonnen? Ich wollte gerade sagen, gegen die Bronzemedaille hast du wahrscheinlich wenigstens gewonnen. Ja, aber bist du dagegen. Ich habe Silber. Ja, aber in dem Run jetzt gerade. Dachte ich mir so, gegen die Bronzemedaille hast du noch gewonnen. Dann bist du dagegen geknallt. Oh mein Gott, ohne Crash durchgekommen, das muss es sein. Nein! Nein! Das ist übrigens die erste Strecke, wo es Nacht ist, glaube ich, insgesamt, im ganzen Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Wie habe ich das gemacht? Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, deswegen sage ich es auch erst so spät. Nein! Komm schon, lass die Goldmedaille dich nicht noch überholen. Nein! Als ob! Ich bin einfach zeitgleich mit der Goldmedaille da ins Ziel und es hat nicht ge... Ach, 1896, wie... Das war nicht ich war ein... fucking 10.000stel zu langsam. Ne, 1.000stel war ich zu langsam. Eine Millisekunde war ich zu langsam. Ist das ein 1.000stel? Ich war... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Der weiß es tatsächlich. Außerdem sind das Zehntel Sekunden. Ne, 100stel. Ne, Moment. Ich glaube, es sind 100stel tatsächlich, oder?
Ach, scheiß doch der Hund. Ich bin auf jeden Fall eine Millisekunde leider zu langsam gewesen. Tja, scheiß Spiel, würde ich sagen. Direkt mal deinstallieren. Obwohl, eine Sekunde mal. Eine Sekunde, dann kommt einer. Dann kommt einer also eine Minute. Eine Sekunde sind Zehntel. Ne, eine Millisekunde sind Hundertstel dann. Ja. Eine Sekunde Zehntel sind. Das ist eine Millisekunde Hundertstel, logischerweise, ja. Max ist irgendwie gerade nicht da, aber das passt schon. Wir brauchen ihn schon. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Nice. Cool. Direkt weiter zur Nummer 39. Oh, der Fakt des Tages. Es gibt kein Gegenmittel zu klinischen Trakminier. Stand da gerade Trakminier. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe einen dicken fetten Kopf im Arsch. Ist das etwa die Sucht nach Trackmania? Oh, der Pfeil hat mich ein bisschen verwirrt. Also an Lunatic und Icepick gerade war ja auch. Ja. Wie du dir sowas angucken kannst, ohne das Gesicht zu verziehen. Nee, ich finde sowas geil. Ich mach sowas jeden Tag. Echt jetzt? Moment mal, hast du nicht auch mal über diese Videos geredet, wo kleine Kinder gequält werden? Was? Hast du auch mal drüber geredet? Du so, boah, ich finde die Videos voll geil, wo so kleine Kinder irgendwie überfahren werden oder so. Natürlich. Das hast du wirklich mal gesagt. Es gibt auch so viele Videos, wo kleine Kinder überfahren werden. Das hast du mal original so gesagt. Nee. Doch. Nein. Alter, was? Alter, ich. Soll ich dir mal ein Video schicken, wo ein Hund fünfmal überfahren wird? Warum? Und so traurige Musik im Hintergrund ist und dann am Ende kommt so irgend so eine Meldung mit, ja, man soll ja vegetarisch essen. Und dann dachte ich mir so, Digga, ich überfahr keine Hunde, aber. Ich esse jetzt nicht vegetarisch. Ja, nice. Ach nö. Aha. Ja, ich krieg die Strecke irgendwie an sich überhaupt nicht hin. Ich hasse diese sowieso. Das ist der erste Kritikpunkt, den ich wirklich am Spiel habe. Die Stadium-Strecken sind fast alle Dirt-Strecken. Das war ein Problem. Das war, du musst driften, Junge. Ja, aber diese Rennautos können einfach nicht driften. Natürlich können die driften. Nein. Wenn du mit denen driftest, guck dir mal an, wie scheiße die driften. Geht doch. Die können keine engen Kurven driften, so wie die im Valley, die Autos. Die können richtig enge Kurven driften. Ich weiß. So, Silbermedaille reicht mir hier. Da habe ich auf die Strecke jetzt keinen Bock. Machen wir schnell die 40 voll und dann, Geht's in Canyon? Dann geht's in Canyon, ja. Und dann wird's noch interessanter als vorher. Jetzt kommt erstmal wieder eine 3-Runden-Strecke. Jede fünfte Strecke ist eine 3-Runden-Strecke. Boah, meine Eltern haben da unten ein Problem. Und zwar, die sind zu blöd, einen Scheißwecker zu stellen. Wecker zu was? Hä? Was sind die zu blöd, einen Wecker zu was? Wecker zu stellen. Wecker zu stellen, ja, ist natürlich doof. Ja, meine Mutter schafft es trotzdem immer, einen Scheißwecker auszustellen. Morgen? Nee, Moment, nicht morgen. Stimmt ja, das Video kommt ja erst am, was weiß ich, wie viel April raus. Stimmt ja, wir nehmen das Ganze jetzt, ja noch. Jetzt. Was? Da habe ich ja schon mein neues Handy. Boah, ich bin grad wirklich so gehypt für das neue scheiß Handy. Weißt du, es war auch so ein spontan Dingens, weiß ich, war im Urlaub so im Mediamarkt, dachte mir so, boah, erstmal ich, weil jetzt mache ich immer im Mediamarkt, erstmal ein paar Handys angucken, weißt du? Und dann dachte ich mir so, boah, das Handy liegt gut in der Hand, sieht geil aus. Brauchst sowieso mal ein neues, das bestellst du dir am Ende vom Urlaub. Nice. Und jetzt habe ich mir bestellt. Ja, nice. Und ich habe mir noch mal ein paar Videos drüber angeguckt, weil so ein Typ bin ich. Und dann wurde immer so gesagt, ja, das ist komplette Geldverschwendung. Aber ich habe mir gedacht, nee. Ich finde den Fingerabdruckscanner voll nice. Ja. Die Leute haben keine Ahnung, über welches Handy wir reden, aber... Keine Angst, es ist kein iPhone.
Gottes Willen. Davon habe ich jetzt eins und damit bin ich unzufrieden. Ja. Wohl, ich hatte halt vorher so ein Samsung Galaxy S1 und die sind halt echt scheiße. Und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn die nicht gut sind, dann muss ja die Konkurrenz gut sein. Apple. Ja. Nee. Besser als ein S1 ist es, aber wenn man sich da mal so die Flaggschiff-Handys, die aktuellen von Samsung anguckt, die machen schon deutlich mehr her als die Flaggschiff-Geräte von Apple. Finde ich gut, dass du deine Meinung so gut geändert hast. Ja, Anti-Apple-Folge. Das ist die Anti-Apple-Folge. 50 Millionen Dislikes bei allen anderen Videos. Oh, da bin ich gut rumgekommen jetzt. Ja. Und dann nicht. Drift hier! Du musst driften! Es geht mit diesen Karren nicht, wie oft noch? Es geht! Ich werde jetzt gleich driften, ja? Ich werde um die Kurve driften. So wie Monsieur es will. Ja, so hier geht noch nicht. Hier muss ich noch normal fahren. Reicht gleich. Ja, hier konntest du auch noch normal fahren. Hier ist das ja alles kein Problem. Das hast du nicht gesehen? Warum ist das Auto jetzt wieder am Start? Sweet, bitch. Weißt du, hier kann ich noch nicht driften. Fährt 260 km/h. Noch nicht driften. Noch nicht, erstmal fünf Stunden. Alter, man driftet, dann driftet mit 50, 60, 70 km/h, nicht mit 200. Guck hier, ich hab gedriftet. Ja, war doch gut. Nein, ich bin voll gegen die Bande gebrettert. Und hier auch. Ja, weil du einfach nicht gut gedriftet in der Kurve. Jetzt ist der scheiß Goldmedaillentyp wieder weg. Oh, der kann mich jetzt mal. Ich hole hier auch hier wieder nur die Silbermedaille, leider. Boah, ich hab an genau dem Tag einen Zahnarzttermin, um mein Handy ankommt. Och nö! Ich hoffe, ich bin nicht weg, wenn das ankommt. Sonst kommt mein Vater nämlich wieder mal mit solchen Späßen und macht seinen Fingerabdruck da rein. So dass ich ins Handy komme. Das wäre dann aber auch nur Rache, weil als das iPhone 6 von meinem Vater angekommen ist, habe ich auch erstmal meinen Fingerabdruck da reingemacht. Weil mein Vater war nicht zu Hause, als das angekommen ist. Komm schon, Silber, jawohl. So, abends zu Hause, wo ist es angekommen? Ja klar, hier. Ja. Also, ja, ja, lass mich mal probieren. Oh, hä? So, Freunde, Green Series, Canyon, Grand, ja, Grand Drift. Grand Drift. Grand Drift, Grand Drift. Grand Drift, Drift. Strecke Nummer 1, nee, Strecke Nummer 50? Benutzt du Controller? 41 natürlich. Ja, ich benutze Controller. Du Monstrum. Ich habe das beides mal ausgetestet und Controller. Es ging eigentlich beides gleich gut, deswegen habe ich Controller. Das sieht aus wie das Canyon-Symbol sieht aus wie das Wacken-Symbol. Was war das denn jetzt? Die Autos sind direkt in der Lenkung. Nee, nicht die, das sind die nicht. Das sind die vom Valley. Trotzdem habe ich gerade irgendeinen Fehler gemacht. Die sind aber auch ziemlich direkt, also direkter als die Track-Karren. Ja, die Track-Karren sind am schlimmsten. Ja, sind sie auch. Das kennt man ja. The fuck? Alles klar, das war geplant. Trackmania, da oben steht's. Oh, stimmt ja. Auf dem Sand driftet man ja mehr, alles klar, habe ich mir nochmal gemerkt. Jetzt wieder. Und jetzt kann's weitergehen, jetzt rock ich das nämlich. Wenn ich jetzt den Lauf Anlauf nicht schaffe, dann hau mich. Okay, mach ich. Freunde, übrigens, aber, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, morgen nehmen wir die erste Folge Minecraft Forgather auf. Oder Threegather, falls ich wieder verpenne. Nee, dann muss man halt noch ein bisschen warten auf dich. Aber das glaube ich nicht. Denn du willst ja nicht riskieren, dass unsere Freundschaft plötzlich vorbei ist. Ja, genau. Ich kann auch sagen, nö, ich habe keinen Bock auf den Minecraft-Forgather. Was willst du denn dann machen? Dann machen wir Minecraft-Trigger da draus.
Ja, siehste. Aber ich hab ja Bock. Nee, also morgen Minecraft Together aufnehmen und ja. Ich hab's wieder verkackt, das kann nicht wahr sein. Boah, was machst du denn? So, also der Max ist auch übrigens nur vorübergehend jetzt hier. Ja. Also in dem. Nicht wie bei The Witness. Genau, wie bei The Witness, der ist da auch nicht immer dabei. Eigentlich so gut. Nein, es ist nicht mal. Ist nicht mal wie bei The Witness, wollte ich damit sagen. Also. Ich bin nicht mal. Ich bin nicht mal jede zweite oder dritte Folge dabei, sondern. Das ist jetzt eine Ausnahme, dass er da ist. Das habe ich übrigens extra gemacht. Obwohl, wenn ich mir das Spiel hole, dann spielen wir das alles zusammen. Ja, können wir online zusammen spielen. Ja, richtig. Das meine ich ja. Ja, aber ja, das würde ich dann auch gerne. Ein bisschen aufzeichnen. Müssen wir ein bisschen sparen, weil da habe ich ja immer mein ganzes Geld erstmal wieder für einen neuen Spaß rausgehauen. Ja, das ist auch super. Aber komm, einen Monat. Ein Monat. Die Zeit halt. Alter. Ja, ist doch jetzt erst wieder 1. April gleich. Also ist erst gleich in ein paar Tagen. Ja, richtig. Richtig. Das ist es ja. Och. Das ist ja das Geile. Alter, das gibt's doch nicht. Ich verstehe einfach nicht. Da habe ich schon mal die ersten 25 Euro fürs Spiel. Und den Rest, okay, den Rest, ich fange an YouTube-Videos zu machen, dann mach ich dann hole ich das Geld wieder rein, na klar. Nein, dann kann ich mir das Spiel leisten. Hast du nicht, okay, das wird jetzt wohl kaum einer kennen, weil dafür muss man schon Zombie-Fanboy sein, aber als der seinen Entsafter-Stream gemacht hat. Er hat so lange gelivestreamt, also so viele Donations gesammelt, bis er sich einen Entsafter leisten konnte. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Also es wird jetzt kaum einer kennen. Alter, ich krieg diese Strecke. Also das Green Series ist locker. Ist locker schon 1-2 Jahre her. Die Green Series hat echt in sich. Bist du bei der ersten Strecke, ja. Das sind enge Strecken, Nico. Es geht nicht so einfach. Und ich weiß schon, dass ich jetzt eine große Fresse habe und am Ende total gegen dich versagen werde. Oh ja, das wirst du. Oh, was geht ja, mit der Goldmedaille da hinten schon wieder ab? Ich habe ja keine Ahnung, wie hart sich das jetzt zu Canyon oder so unterscheidet. Das ist doch Canyon. Ja, zum Trackmania Canyon. Das ist ja Trackmania Canyon. Alter, ich war 2 Sekunden zu langsam. Das Spiel! Das Spiel heißt Trackmania Turbo. Ja. Und das Spiel Trackmania Canyon. Trackmania 2 Canyon. Ja! Meine Fresse, ey. Ich weiß ja nicht, wie hart sich das dazu unterscheidet. Ist ja irgendwie dasselbe Spiel. Was? Also jetzt im Canyon ist es dasselbe Spiel. Kannst du sowas noch sagen? Schau dir diese Grafik an, die gab es damals nicht. Die gab es damals tatsächlich nicht, das habe ich aber auch nie behauptet. Und jetzt war ich etwas schneller. Hier, so ein HD Reboot ist für mich auch dasselbe Spiel. Nur die Grafik hat sich vielleicht verändert, aber für mich ist es immer noch dasselbe Spiel. Und vor allem Geldverschwendung. Und Trackmania Turbo ist keine Geldverschwendung. Nein. Weil das ist ja auch kein Grafik-Update, das sind ja neue Strecken und alle. Obwohl, verdammt. Ich hab sowieso nur Community-Maps gespielt. In Canyon. Weil die waren echt genial. So, ja, vor allem halt in Canyon, die Community-Maps. Ja. Mann. Hammer nice. Hammer, super Spiel. Ach Max, ich krieg die Goldmedaille glaube ich nicht mehr heute. Das wird nichts. Boah, kennst du den YouTuber LPN05? LP, was? Ja, hat der nicht auch Trackmania? Ja. Bei dem habe ich mir das erste Mal jetzt angeguckt. Und dann dachte ich mir so, geil, das musst du kaufen. Was? Nicht bei Peter Smith und Co.? Trackmania Canyon, haben wir auch gar nicht gemacht. Canyon? Achso. Nein, das Trackmania Turbo, das habe ich zum ersten Mal bei dir gesehen.
Natürlich. Treuer Gucker. Ja, und danach habe ich mir das Video, danach habe ich das Video von Pizmeat gesehen. Also ich habe das halt in meiner Abo-Box in der Reihenfolge gesehen. Sag mal, was geht mit dieser Goldmar? Was ist denn da mit dem Typen falsch, der da in dem Auto sitzt? Ja, mal durchgescrollt. Der Nike, Trackmania. Oh, neues Spiel. Angucken. Pizmeat, Trackmania. Oh, selbes Spiel. Dann gucke ich mir das jetzt auch an. Alter, diese Goldmedaille ist so ein Hurensohn, das gibt's nicht. Ich will die aber kriegen, weil die ist... Aber das ist der Timer. Ist nicht schwer, das ist mir egal, ob das der Timer ist. Ich mache jetzt hier noch... Ich mache den Versuch jetzt hier. Die ist nicht schwer! 10 Stunden später. So, also Max wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge schon gar nicht mehr dabei sein. Ja. Obwohl... Warum? Warum ist sie so schwer? Hast du jetzt gleich keinen Bock mehr, oder? Was? Ne, ich weiß es noch nicht. Also ich vielleicht... Hast du ja vielleicht auch Lust auf irgendwas anderes? Ja, mal gucken. Wir gucken mal. Das gibt's nicht. Neuer Rekord, juhu, will ich nicht. Ich will diese Goldmedaille, Mann. Ich will die haben, Alter. 0,5. Ach, halt die Fresse. 51 Millisekunden. Wer die Minuten braucht, um zu sehen, wie hart die Goldmedaille im Vorsprung ist, der sollte seine Telefonnummer ändern, sofort umziehen und in Erwägung ziehen, sich zu erschießen. Obwohl, nein! Das wäre wahrscheinlich so ich mit 10. Weißt du, ich habe mit 8 immer Gran Turismo gezockt. Da hatte ich auch immer Rückstand von 10 Minuten. Ohne Scheiß jetzt. Und zwar auf einem 3-Runden-Rennen auf der kürzesten Strecke. Ich raste gleich so aus, ne? Ich raste gleich so aus. Ja, was jetzt passiert? Jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetappt, Mann. Ich will das noch schaffen, aber ich kann nicht. Jetzt ist gleich vorbei. Und in F1 2012, da war ich immer ganz weit vorne. Und dann meintest du, nö, wir brauchen Bremshilfe und du darfst nicht schalten selber. Und ja, dann war ich schon wieder ganz weit hinten. Weil ohne Bremshilfe, ohne Scheiß, ohne Bremshilfe schießt du durch die Kurven. Mit Bremshilfe bist du immer so, ich muss ganz langsam fahren. Nee, andersrum. Mit Bremshilfe schießt du durch die Kurven. Yes! Weil du deine Bremsen brauchst. Mit... Was? Ich hab's geschafft! Nein, ich fahr doch halt viel dein schneller. Maul, die Folge ich fahr ist doch vorbei. Mit. Ich fahr doch ohne Bremshilfe viel schneller durch die Kurven, weil mit Bremshilfe macht die Bremshilfe mir immer so, ich muss ganz langsam fahren. Guck mal, und diese Strecke gucken wir uns ja beim nächsten Mal an. 38 Sekunden, bin ich mal gespannt drauf. Jetzt aber erstmal bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Oder Daumen nach oben.